Ich denke, wir haben nie so richtig ins Spiel gefunden, haben nicht wirklich Torschancen vorgefunden. Wir haben vorher vielleicht von hinten rausgespielt, aber wir sind dann nicht dort, wo es gefährlich war. Wir sind nicht reingekommen, wir haben zu wenig Spiel in der Box gehabt. Wir sind nicht über die Flanken gekommen. Es war zu wenig Bewegung dann nach vorne hin und das war halt dann unterm Strich zu wenig. Ja, natürlich habe ich mich gefreut, nach einem Jahr wieder spielen zu dürfen. Leider haben wir heute ganz schlechte Leistungen am Platz gebracht und ja, mir tut es leid für die Fans, die heute gekommen sind und können wir uns nur entschuldigen. Überschaubar gut, muss man sagen. Ja, wir waren erste Halbzeit wirklich harmlos und auch wenig mutlos. Und daraus ist dann auch der Gegentreffer resultiert. Zweite Halbzeit haben wir uns viel vorgenommen, sind aber mit 2-0 haben das mit 2-0 eröffnet eigentlich das Spiel. Und dann wird es natürlich gegen einen LASK schwer, der ja kaum Gegentore bekommt. Und wir haben zwar gefälliger gespielt, aber es ist an Toren bzw. an Punkten nichts herausgekommen. Ja, die Fans haben vorher geschrien, wir wollen euch kämpfen sehen und ich glaube, das ist das Mindeste. Ja, man kann nicht immer gut spielen, man kann auch gegen LASK 2-0 verlieren, keine Frage, aber wenn es an den Basics fehlt, an allen Ecken und Enden, dann ist da mal der Hebel anzusetzen. Ja, natürlich merkt man das, wenn man betrachtet, heute wie wir rausgehen, kurz vorm Spiel steht, zum Abklatschen die ganzen verletzten Spieler und die und das ist wie wenn eine ganze Mannschaft da steht und das ist halt schwer zu kompensieren, weil das sind teilweise alles Spieler, die was normal spielen würden und ja, ist halt schwierig, aber trotzdem haben wir eine super, super Mannschaft eigentlich, aber momentan kriegen wir es halt leider nicht am Platz. Das werden wir morgen neu starten, wir werden am Trainingsplatz sein, wir werden uns das Spiel noch einmal anschauen, werden das Spiel analysieren und dann einen Weg finden, um Mattersburg in Angriff zu nehmen und dann Mut und Zuversicht kommt einfach mit Punkten und das muss man sich gerade in der Situation momentan sehr, sehr hart erarbeiten und uns wird momentan nichts geschenkt.